Wer war 2017 hier? Ja, doch. Nicht hier, aber auf dem Open Medication Day. Ah, ja, doch, einige. Ja, genau, das ist jetzt mein Fazit aus den, im Prinzip aus meiner Oberstufe, Schule, was ich da an Digitalisierung gemacht habe, was ich da mit Open Source auch mitgenommen habe und auch ein bisschen mit Open Education. Dann den ersten Bereich, was hat überhaupt funktioniert und was hat absolut gar nicht funktioniert. Als allererstes, wenn man Digitalisierung macht, dann habe ich gemerkt, wenn man es versucht aus eigener Kraft zu machen, kommt da so ein Zettelstapel raus. Weil wenn der Unterricht nicht angepasst ist auf Digitalisierung, merkt man, dass da viele halbe Sachen bei rumkommen und dass man entweder selbst die Motivation dazu aufbringen muss, alles zu digitalisieren oder einfach sagt, ja, es bleibt nachher einfach liegen. Und das war das Erste, so, was mir aufgefallen ist. Wenn man Digitalisierung machen möchte, halbe Sachen sind da immer schwierig, entweder eine ganze oder keine Lösung. Da spielt auch das zweite Thema gleich mit rein. Und zwar einmal vom College-Block zum Rechner. Wie ich das mitbekommen habe, ist das in der Schweiz schon immer ein bisschen weiter als bei uns. Aber der Schritt dahin ist, welche Sachen kann ich überhaupt vernünftig darin übertragen? Und das hat in den meisten Sachen, bis auf in den Naturwissenschaften, auch immer sehr gut funktioniert. Da ist häufig einfach schneller war, einen College-Block in den Naturwissenschaften mitzuschreiben, als auf dem Rechner. Das verbessert sich alles, aber man muss da gucken, wenn man eigentlich in einem Konzept sitzt, was nicht auf Digitalisierung aufgebaut ist, dann ist der College-Block immer noch da. Deswegen auch der ganze Zettelstapel. Genau. Als nächstes über zu Office. Wenn man, das hat immer gut funktioniert in den Jahren. Es ist eigentlich egal, aus meiner Erfahrung, welches Office in der Schule verwendet wird. Ob das jetzt ein LibreOffice, ein MS-Office oder selbst LaTeX, was ich am Ende benutzt habe, viel. Es ist eigentlich egal. Und auch das Problem, wie bekomme ich Dokumente von MS-Office nach LibreOffice. Wenn man das zum 10. Mal gemacht hat, dann geht das in der Regel auch. Also da auch die Motivation, es muss nicht MS-Office sein, man kann sich auch an LibreOffice setzen und wenn man das durchzieht, man kann damit alles machen, was man in der Schule machen möchte. Genau, jetzt ist es aber wiederum ein anderes Problem und zwar der Schritt wieder zurück. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber zum Beispiel Klausurleistungen und Tests sind häufig immer noch mit Stift und Papier. Und was mir aufgefallen ist, jetzt auch im ersten Jahr Uni, wenn alles auf Papier ausgelegt ist und man aber vorher 4 Jahre lang eigentlich nur mit dem Rechner gearbeitet hat, man ist ziemlich langsam. Und da merkt man, dass wenn man diesen Schritt einmal macht, dass er deutlich schwieriger ist, auch wieder zurückzumachen. Und da muss man gucken, dass man das auch wirklich komplett durchzieht. Weil wenn man da immer so halbe Sachen mit hat, da werden beide Seiten nicht mit von glücklich. Genau, denn letztes Mal hatte ich ein bisschen angesprochen und heute Morgen hatten wir auch von gehört, von Nextcloud. Und wir hatten in unserem Projekt, und was ich damit auch noch mit anderen Schülern hatte, eine Nextcloud laufen. Das hat generell gut funktioniert, nur man merkt das, wenn man das aus Schülersicht stemmt, ist das sehr schwierig. Das heißt, es ist sehr gut, wenn die Infrastruktur von irgendjemand anderem kommt und man die nicht selbst warten muss. Genau. Das war dann hauptsächlich zu den Themen, was hat für gut funktioniert und was nicht. Und dann einmal zum Lernstick. Den haben viele im Workshop wahrscheinlich kennengelernt und heute Morgen auch im Vortrag oder kannten ihn auch schon vorher. Und das ist auch in der Schulzeit immer ein sehr wichtiges Element für mich gewesen, weil es war im Prinzip das Rette mich. Weil es ist ein USB-Stick, den kann man zurücksetzen und er funktioniert danach wieder und man kann im Unterricht damit weiterarbeiten. Das heißt, wenn man eine Lösung für zum Beispiel Bring Your Own Device haben möchte, ist es eine Lösung, die sich ziemlich gut erprobt hat für einfach reinstecken und funktioniert. Und der Lernstick ist auch überhaupt der Einstieg, wieso ich heute hier stehe. Das ist, wie ich in die Open Source oder auch wieso man sich mit Open Education beschäftigt, weil es ist Open Source, ich konnte daran selbst teilnehmen, habe mich auf die Mailingliste angemeldet und dann hat sich das halt alles so ergeben. Und das möchte ich dann da auch einmal mitgeben, dass wenn man Schüler dafür motiviert, an irgendwelchen Projekten auch Open Source zu teilzuhaben, dass sie daraus durchaus was lernen können und wenn das ein größeres Projekt ist, auch durchaus an anderen Veranstaltungen teilnehmen können. Und dass es einfach vielleicht wegfällt, wenn man denen auch nicht die Chance gibt, so zu zeigen, da gibt es was und daran könnt ihr auch teilnehmen, es ist egal, wie alt ihr seid,
solange das, was ihr macht, halt gut ist, geht's. Also das ist auch das Schöne an Open Source. In der Regel fragt eigentlich keiner nach, wer bist du? Es spricht meistens der Code für sich oder das, was man schreibt. Genau, dann kommen wir nochmal zum Bereich Open Education und was für mich da in den Schuljahren sehr wichtig war. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen. Wikipedia wahrscheinlich alle, aber KiWiX. Das ist eine Software, die Wikipedia und andere Sachen offline zur Verfügung stellt. Besonders, wenn man eine nicht so gute ausgebaute Infrastruktur hat oder halt alles offline zur Verfügung haben möchte, ist es sehr gut. Und ich habe gemerkt, wenn man schnell was nachgucken möchte und kein Internet hat, war es immer die erste Anlaufstelle. Ich glaube, das ist die meistbenutzte Software in meiner Schulzeit neben LibreOffice und einem Webbrowser gewesen. Also dementsprechend, wer nicht immer auf Internet Zugriff hat, für die nochmal ein großes Dank. Und dann als letztes nochmal Anregung. Und zwar, das ist ein Bild von meinem Blog. Und dazu eine kleine Geschichte. Wieso habe ich das überhaupt gemacht? Einer der Gründe ist es, in der Schulzeit erstellt man so viele Lernsachen durch Hausarbeiten, Referate, Vorträge, die man schreibt, irgendwelche Langzeitaufgaben. Und was machen wir, wenn die fertig sind? Die werden entweder irgendwo abgelegt, vielleicht wenn es eine sehr gute Note ist, rahmt man sie sich ein. Oder wenn man sich denkt, ja, das war nichts, dann ab damit in den Mülleimer. Und da ist es meine Bitte, dass wenn man hat, besonders mit Schülern, die sehr viele gute Leistungen erbringen, die motiviert sind, an Themenbereichen zu arbeiten, dass man dadurch die Möglichkeit findet, die entweder über Schulwebseiten, über YouTube, über andere Plattformen, die öffentlich zugänglich sind, dass man die Sachen einfach zur Verfügung stellt. Weil die Sachen sind sonst einfach weg. Und das macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn so viele Informationen, die von dem Bildungssystem generiert werden, einfach so in die Tonne kloppen. Ja, damit wäre ich durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Tore. Wirklich du bist ein Success-Story in Person sozusagen von unseren Events. Auch aus Norddeutschland wieder angereist für diesen Anlass. Es ist immer sehr spannend, von dir ein Update zu kriegen. Jetzt, was machst du beruflich? Kannst du weiterhin regelmäßig kommen oder ist das Student? Okay, ja, dann kannst du einfach deine Serie weitermachen, die Perspektive eines Studenten mit Open Source. Das ist doch super.